Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Argus und ich begrüße euch heute alleine. Das rührt daher, dass ein gewisser Internetanbieter es irgendwie nicht hinbekommt, die Kabel zu reparieren oder zu warten, was auch immer. Auf jeden Fall ist meine Internetleitung heute Abend nicht zu gebrauchen. Und da habe ich mir gedacht, nutzt die Chance und starte ein Solo-Projekt. Das mache ich hier und wie ihr seht, wird es Darksiders 2. Ich hoffe, ich kann euch da regelmäßig mit Stoff versorgen. Wie regelmäßig, werden wir dann sehen. Und wir starten einfach mal. Und ihr werdet gleich sehen, dass ich dieses Spiel schon mal angespielt habe. Was angespielt ist, gut. 6 Stunden, Level 10, ist schon ein bisschen. Ich hatte das damals auf apokalyptisch. Aber mit euch fangen wir doch mal von vorne an. Das ist jetzt natürlich auch eine ganz tolle Chance für mich, mein neues Mikrofon auszutesten. Das mit dem Gamma hier lassen wir einfach mal so und los geht's. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin, den Dämonenfürsten anheimgefallen, und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Der Tod kommt. So, das ist auch hier schon gleich der Anfang. Das ist unser Rabe, das ist sehr gut. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. So, und hier geht's auch gleich los mit unserem getreuen Reitpferd. Ich finde, das sieht echt klasse aus. Diesen grünen Feuer. Man kann auch irgendwie das beschleunigen. Ja, genau. Ah, das springt. Nee. Wie war das noch? Da, genau. Rechter Schulterbutton. Das verbraucht Ausdauer. Rechts oben seht ihr das. Jetzt habe ich nur noch einen über. Jetzt ist alle. Muss man ein bisschen warten, bis sich das regeneriert.
So, wir reiten hier auf einen riesigen Turm zu. Mensch, das muss doch eisig kalt sein hier. Wie gut, dass ich da nicht selber bin. Das ist jetzt so eine Art Tutorial. Und da sind schon die ersten Eismonster. Drücken Sie RB, um eingehenden Angriffen auszuweichen. Ja, lass mich doch mal weiter. Achso, das soll ich dann auch gleich ausführen, damit er dann mich wieder freigibt. Okay, das muss man auch sehr oft benutzen, das Ausweichen. Damit man seine Kombos aufrechterhalten kann. Ich muss mich da jetzt auch erstmal wieder reinfuchsen. Das ist doch schon ein paar Monate her, dass ich das gespielt habe. Aua. Ich habe das zu Weihnachten rum bei der Steam-Aktion ergattert. Zu einem recht guten Preis, fand ich. Es war ein Bündel, das heißt, da sind dann auch die DLC-Waffen und Rüstungen bei gewesen. Die kann ich dann nachher aus meiner Truhe rausholen, glaube ich. Ich kann gerade mal in die Optionen reingucken, ob hier das alles übernommen wurde. Von meinem alten Spielstand. Das sieht ganz gut aus. Ja. Schwierigkeit ist auf normal. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Ich hätte das zwar auf apokalyptisch gespielt, aber ich möchte nicht, dass das nachher zu zäh wird und ihr euch langweilig wird. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn man immer diese Rolle benutzt, dann ist man schneller. Den hau ich mal hier aus seinem Eisversteck raus. Zack, zack. Aha. Man hat auch zwei verschiedene Arten von Waffen. Ich öffne erstmal die Tür hier. Oh, da kommt gleich noch einer. Ausweichen. Aua. Das hat nicht so gut funktioniert. Den kann ich auch sehr schön einloggen. Hat sich nicht ganz so viel geändert vom ersten Teil hier auf den zweiten. Es ist aber um einiges actionreicher und schneller geworden, habe ich das Gefühl. So, das ist die Standardwaffe und die hat man dann noch eine Zweihand. Die habe ich, also ich hab noch keine ausgerüstet wahrscheinlich. Hier das Loot-System nenne ich es jetzt mal. Die Gegner lassen wie in einem MMO schon fast Sachen fallen, die kann man aufsammeln und dann so ein bisschen rollenspielmäßig ist das vergleichen und nach Werten dann ausrüsten. Stimmen. Da drüben ist der Typ, den wir suchen. Den wollen wir befragen nach dem Aufenthaltsort von unserem Bruder. Den wollen wir ja finden. Und der scheint Stimmen zu hören. Okay. Ich klopfe hier mal alles einfach um. Na, der steht noch. Nicht mehr lang. Was? Also ich war eben so schön bei dem Loot-System. Ich kann ja mal gucken. Ich habe, glaube ich, schon etwas aufgesammelt. Ja. Gleich anlegen. Jetzt habe ich auch eine zweihändige Waffe. Und die haben wir schon ausgewählt. Okay. Die Sternchen besagen immer, das habt ihr neu und noch nicht angeschaut. Wenn ich die anschaue, dann gehen die weg. Unten grüner Pfeil nach oben ist immer gut. Das heißt nämlich, das hat mehr Verteidigung als meine jetzigen Rüstungsteile. Das werden nachher aber noch mehr Statistiken auf den Items. Und jetzt kann ich auch mal meine Zweihandaxt zum Einsatz bringen. Das B über den Gegnern heißt immer, dass man die finishen kann, das heißt direkt killen, instant kill sozusagen.
Der steht noch. Jetzt nicht mehr. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich spiele das Ganze mit dem Xbox-Controller für den PC. Ist meiner Meinung nach so ziemlich die beste Lösung, was Gamepad für den PC angeht. Bin ich bis jetzt immer gut mitgefahren. Hier muss ich runter. Genau. Ich kann die Waffenarten auch sehr schön verbinden. Tödliche Kombos auszuführen. Wie war das noch auf dem Digipad? Nach links, dann benutze ich den Heiltrank. War ich doch ein wenig limitiert jetzt schon. Was mich ein wenig stört, ist die Kamera, die ist teilweise für meinen Geschmack zu nah in der Action. Macht das Ganze dann zwar, sieht dann schneller und ein bisschen hektischer aus, aber trägt nicht gerade zur Übersicht bei. Hier kann ich mich dranhangeln und draufklettern. Wird das lange vergehen. Ja, bis wir bei dir sind. Und hinauf. Plus, halt dich fest. Das konnte man leider nicht irgendwie beschleunigen, das Klettern. Links, rechts. Ja. Da kann ich landen. Ich hab schon gedacht, da falle ich runter. Oh. Der erste große Gegner. Oh, Darkseidus ist ja... Ja, ich wollte gerade ausweichen, danke, dass du mich unterbrichst. Darkseidus ist ja bekannt für seine großen Gegner. Fernkampfwaffe habe ich noch nicht. Das dauert auch noch ein bisschen, bis ich die bekomme. Jetzt einfach mal ein bisschen auf ihn ein- und ausweichen. Wie schon erwähnt, mit dem Ausweichen kommt man um einiges besser voran bei den Bossgegnern. Das kriegt man nur auf die Fresse. Na, siehste, da habe ich zu spät gedrückt. Ich halte ihn jetzt die ganze Zeit im Lock drin. Wenn ich loslasse, dann kann ich um einiges schlechter ausweichen, wie ihr seht. Deswegen lasse ich das mal so. Er kann insgesamt immer dreimal hintereinander ausweichen, danach braucht er ein Häuschen. Eine Reaper-Form. Später kriegen wir dann auch noch die Fähigkeit, das selber auszulösen. Diese Reaper-Form. Da kann man dann ordentlich durch die Gegnerscharen fliegen. Kann ich gerade mal zeigen. Hier die Skilltrees. Man hat insgesamt zwei davon. Einmal Nekromant. Links ist der Todesbote. Das ist alles so ein bisschen MMO im MMO-Stil gehalten. Das ist, denke ich mal, Geschmackssache. Im ersten Teil war das noch nicht so. Ich finde es ganz lustig. Habe ich schon was zum Ausgeben? Punkte? Nein, noch nicht. So, ich gucke nochmal nach den Items hier. Macht hier was mehr Schaden. Ja, der Hammer. Ich nehme lieber die Axt. So. Später kann man dann auch noch so legendäre Waffen, die sind orange,
Die kann man leveln, indem man sie mit sozusagen anderen Gegenständen der gleichen Klasse füttert. Toll. Da müssen wir wieder auf Muskelkraft zurückgreifen. Funktioniert aber gar nichts. So. Sollten sich mal einen neuen Hausmeister anschaffen hier. Der Durchgang ist auch versperrt, aber wir müssen ja eh nach oben wahrscheinlich. Genau. Walljumps. Das hat auch gut geklappt. Oh. Der lacht sich immer noch einen ab. So. Das geht aber ganz schön hoch. Nein, ich will ihn nicht verlassen. Ich will zu dir. In die Ecke? Nein, nach oben. Immer nach oben. Oh, das war nicht gut. Das war verkehrt. Da habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. So. L gedrückt halten und dann springen. Ich habe eben nach vorne gedrückt. Das war verkehrt. Oder zur Seite. Wenn man L drückt, dann springt er immer entgegengesetzt. Jetzt will ich aber hier die Wand lang. So. Ja, ich weiß, der war noch nicht besiegt, aber kann man hier zusammen machen. Schön alles einsammeln. Ich habe in den Optionen eingestellt, dass er alles automatisch aufnimmt. Das war mir ein wenig lästig, das immer alles einzeln aufzusammeln. Zumal man so gut wie alles braucht, was man aufsammelt, zumindest am Anfang, um dann seine Waffen zu leveln oder es auch zu verkaufen. Und das Inventar ist groß genug, finde ich. Den Raben seht ihr, der zeigt uns immer so ein bisschen den Weg an, wo es lang geht. Das ist ganz praktisch, damit man sich nicht so oft verläuft. Kommt aber trotz alledem immer mal vor. So. Immer noch nach oben. Sind wir dann bald mal da? Rabe, kannst du dem Typen nicht mal Bescheid sagen. Er soll mal zu mir kommen. Flieg mal hoch. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Ich sehe das Licht. Stimmen. Immer Stimmen. Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Alter. Sieh mich jetzt an. Wie ich diesen Tag verfluche. Wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg. Er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde. Für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen. Ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen. Um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein. Aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst,
wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Na sicher sind wir uns da sicher. Ach, jetzt lässt er uns auch noch gegen unseren eigenen Bruder antreten. Ah, das... Können wir? Ja, müssen wir doch, oder? Greifst du uns an? Jo, ja. Oh, oh. Immer schön ausweichen. Wenn du das nicht anders willst, dann kriegst du das halt so. Au. Na. Ach. Ja, mit dem Ausweichen, das habe ich noch nicht so ganz wieder drauf. Jetzt hat er uns geblockt. Termin. Aua. Das tut doch weh. Oh oh, ich bin fast tot. Ich hab schnell einen Trank eingeschmissen. Ja, er greift immer mehrmals an. Also nicht nur ausweichen angreifen, sondern ausweichen und nochmal ausweichen. Und nochmal und nochmal. Und nochmal. Und jetzt wieder an. Das ist uns auch immer blockt. Mist. Wo ist man mit der anderen Waffe? Nee, diesmal nicht. Oh, das war, glaube ich, daneben. Aber nicht von uns. Alles nur eine Illusion. Aktion. Ach, das war er selber. Ist ja nicht so schön. Oh, das tut doch weh, Mensch. Er hat es nicht anders gewollt. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht dein. Ja, in diesem Talisman waren die gesamten Seelen des Volkes der Nephilim. Die unzähligen Welten unseres Universums wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt,
im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis, wurde Tod in sein Verderben geschickt. Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist es nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. So, das war's auch schon mit dem ersten Teil meines Solo-Projektes Darksiders 2. Ich hoffe, euch hat's sehr gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann.